Am Samstag erwartet uns der heißeste Tag der Woche und gleichzeitig wird die Atmosphäre immer weiter aufgeladen. Und dann wird man teilweise das Gefühl haben, Mensch, wenn ich jetzt ein Streichholz entzünde und es in die Luft halte, dann knallt es sofort. Und diese explosive Mischung entlädt sich in Form von kräftigen Schauern und Gewittern am Samstagabend. Das wird vor allem dann den Westen betreffen, also das Saarland, Rheinland-Pfalz, später auch Nordrhein-Westfalen, zum Teil aber auch am Alpenrand, dass hier erste Hitzegewitter möglich sind. Und in der Nacht zu Sonntag weitet sich diese Unwetterzone in Richtung Landesmitte aus. Die Gewitter kommen dann sehr wahrscheinlich bis zur Landesmitte, wie gesagt, voran. Dann schwächen sie sich ab. Nach Osten wird nicht allzu viel passieren. Das ist möglich. Heftiger Starkregen bis 30 Liter auf den Quadratmeter in kurzer Zeit. Gerade am Abend mittelgroße Hagel, 2 bis 4 Zentimeter. Und die Hauptgefahr wird aber eher der Wind sein mit 105, teilweise 110 Kilometer pro Stunde. Das reicht aus, dass Bäume umstürzen können, Gegenstände umherfliegen können. Also falls ihr da draußen unterwegs seid und es dann so zu flackern anfängt, geht mal lieber rein in die nächstgelegene Bar oder auch ins Restaurant. Da seid ihr auf jeden Fall sicher. Und hier sehen wir übrigens, wie das Ganze am Sonntag dann im Südosten ankommt. Da wird es dann auch eine Abkühlung geben und am Montag regnet es auch noch so ein bisschen im Südosten. Ansonsten ist es aber schon wieder deutlich ruhiger. Ruhig ist es in der Nacht zu Samstag auch im Süden. Hier ist es klar, sonst gibt es mehr Wolken nach Norden mit ein bisschen Regen bei 20 bis 11 Grad. Am Samstag dann, wie gesagt, erst einmal ganz viel Sonne, später auch im Norden. Und dann kommen die kräftigen Schauer und Gewitter im Südwesten an bei bis zu 35 Grad. Zum Sonntag und Montag dann eher im Südosten noch grau und kühl. Und ansonsten bessert sich das Wetter dann schon so langsam wieder.